25-jährige Basler ist mehrfacher Weltmeister im Thai-Boxen und geht jetzt einen weiteren Schritt in seiner Profikarriere. Er macht sein eigenes Trainingscenter auf. Die Idee hat er von seinem holländischen Management. Und ich arbeite seit ca. 2 Jahren mit ihnen zusammen. Und dann hat man mir ein Angebot gemacht, ein Trainingslokal aufzubauen hier in der Schweiz bei mir daheim. Weil ich bin ja teilweise immer auf Holland trainieren mit ihnen. Und dann ist das für mich gerade gut, gerade im richtigen Moment. Ende April ist das Center in Rinach aufgegangen. Mit einem grossen Trainingsraum mit Boxsack und einer Ecke voll mit seinen Pokalen, um die Nachwuchssportler zu motivieren. Die Begeisterung für den Kampfsport scheint ansteckend zu sein. Auch die beiden jüngeren Brüder von Shemsi Bechiri, die in Thai-Boxen. Also am Anfang ist es so angefangen, dass eben der ältere Bruder die Shemsi Thai-Boxen gemacht hat. Und ich bin natürlich viel mitgegangen mit ihm an Events und an den Kämpfen. Und mit der Zeit entwickelt man einfach irgendeine Liebe und irgendeinen Drang dazu, dass man es selber ausprobieren. Der Hisni Bechiri, ebenfalls Schweizer Meister im Thai-Boxen, hat an der Eröffnung eine kleine Show eingeladen. Eine kraftvolle und faszinierende Sportart, vor allem für junge Männer. Aber ist die Sportart für Jugendliche überhaupt geeignet? Ich selber habe eigentlich nie ein Problem mit der Polizei in diesem Sinn. Aber ich kenne jetzt viele Jugendliche, die doch von der Staatsanwaltschaft zu uns übergekommen sind. Und in den 2-3 Jahren, in denen ich mich mit denen beschäftigt habe, auch in den anderen Clubs, die ich trainiert habe, muss ich sagen, dass sie eher ruhiger geworden sind und doch eben die Gewalt oder eben die Tätigkeit doch zurückgegangen ist. Also eher positiv. Nebst vielen grossen Persönlichkeiten in der Schweizer Thai-Box-Szene war auch sein jetziger Trainer, der Holländer Dennis Krauwil, dabei gewesen. Ich kenne Shemsi Bechiri seit Milano ein Kampf und ich habe gleich geschaut, das ist ein Großtalent, Kämpfer. So seit 3-4 Jahren. Sind Sie stolz als Trainer? Natürlich, wenn ein Junge Erfolg macht und weltweit Erfolg macht, ist immer schön zum Schauen. Der Shemsi Bechiri wird jetzt auch neben seiner eigenen Thai-Box-Karriere auch noch Trainer. Das bedeutet auf keinen Fall, dass er sich selber aus der aktiven Sportwelt zurückzieht. Die Kämpfe geht eigentlich alles normal weiter wie bis jetzt auch. Und was halt neu dazu kommt, ist mit dem Event. Wir werden jetzt das erste Event am 25. Juni machen. Da werde ich meinen Weltmeistertitel verteidigen gegen den besten Franzosen. Er selber ist auch mehrfacher Weltmeister. Und dann werden wir schauen, dass wir mehrere Events pro Jahr auch hier in Basel machen können. Das finanzielle Risiko beim Superpro Center trägt zur Hälfte sein Management in Holland. Kampfsportschulen gibt es schon viele in der Region Basel. Was macht der junge Shemsi Bechiri so sicher, dass gerade ausgerechnet sein Sportcenter wird laufen? Die Eröffnung ist erst heute. Ich habe schon ca. 70-80 E-Mails bekommen, vor allem für das Kindertraining. Und das ist schon das, was mich eigentlich am meisten auch interessiert, dass ich die Jungen nachziehe und dass ich denen das Wissen, also mein Wissen und meine Erfahrung weitergeben kann. Also ich denke, ich habe ganz gute Chancen. Das Trainingsangebot richtet sich nicht nur an Profis, sondern auch an Anfänger. Es gibt sicher viele Jugendliche, die mal von einem echten Weltmeister trainiert werden wollen.